Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013. Wir befinden uns jetzt hier schon im Part 11, glaube ich. Dies wieder ein Let's Play Together mit meinem Kumpel zusammen, den David. Hallo. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht, aber synchronisiert gerade noch. Wir sind bei 70%. Ich glaube, das könnt ihr gar nicht sehen. Und ja, warten wir nochmal kurz. Da dürfte gleich mit auf der Map sein. Ich habe auch eine kleine Neuigkeit, und zwar im Part 9 und Part 10 haben wir uns ja ein bisschen gefragt. So, warte mal, wo ist er? Da ist Jetzt er. müsste ich da sein. Hinter dir. Ah, hier. Ja. So, also im Part 9 und Part 10 hatten wir uns ja gefragt, wieso wir uns kein Geld schicken können. Beziehungsweise, wieso wir haben ja zwei separate Kontostände. Er hat einen und ich habe einen. Und ich konnte ihn aber kein Geld schicken. Da kam immer nur, wenn ich L gedrückt habe. Aktivieren Sie zuerst separate Konti für andere Spieler im Administrationsmenü. Da habe ich nochmal kurz nachgeschaut. Mit dem Hotkey U, wie Udo, kommt ihr in das Administrationsmenü. Und da könnt ihr Berechtigung anderer Spieler ein separates Konto einstellen. So. Berechtigung anderer Spieler Fahrzeuge verkaufen. Das mache ich auch gleich mal mit an, Gettiger. Jo. Und neue Felder erstellen mache ich auch gleich mal mit an. Das heißt, du kannst jetzt alles das, was ich auch kann, weil wir spielen ja hier zusammen und ja, gleiches Recht für alle, würde ich mal sagen. So, also du Genau. kannst jetzt Felder kaufen, ich kann dir Geld schicken, das probiere ich gleich mal aus. Zack. Überweisen. Jawohl. Und da sind 1000 auf deinem Konto. Genau. So, und da passt das nämlich. Du kannst jetzt auch Fahrzeuge verkaufen und Felder erstellen. Ja. Und ich weiß gar nicht, wo waren wir stehen geblieben. Ich aktiviere den Mähdrescher. Da kann ruhig weitermachen. Ach so, ja, genau. So, Moment mal hier. Ach so, was Neues angesät haben wir jetzt noch nicht, gell, auf dem Feld. Ich glaube nicht, nein. Ach so. Nee, Moment. Ja, genau, der war hier gerade am Umlenken, der war hier gerade beim Grubern gewesen. Der Ja. rote Traktor, den tue ich gleich mal wieder weiter grubern lassen. Zieht's von deinem Konto jetzt was ab? Ja. Dein Helfer zieht es jetzt von deinem Konto ab. Ja. Na, vielleicht haben wir ja Glück und wir können jetzt vielleicht mehr wie zwei Helfer einstellen. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Ne, zwei Helfer ist Maximum. Ich hole jetzt gerade mal unseren neu erworbenen Düngerstreuer ab. Ach so, ja, das ist natürlich sehr gut. Weil da würde ich sagen. Den fülle ich auch gleich auf. Ja, genau. Weil da würde ich nämlich sagen, dass wir hinten die Felder, bevor wir die abernten. Mal Weiß. düngen. Ja, so wie es aussieht, sind die nämlich auch schon wieder reif. Ja, das eine ist auf jeden Fall schon wieder reif. Du kannst ja mal die Zeit auf Ja, Originalzeit machen. mache ich mal. Mache ich mal. Ja gut, zu Ende gewachsen ist es jetzt noch nicht. Ich mache mal auf mal 5. Was So. hast denn du hier noch gekauft? Ich musste mal aus deinem Traktor aussteigen, dass ich mal schnell zu dir springen kann. Ach so, hier, das meinst du. Ja. Das ist ein Tank für die Spritze. Okay. Also den kannst du jetzt noch vorne mit dranhängen. Da hast du, glaube ich, nochmal, ach, ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Das nochmal mehr an Düngemittel. Ach so. Aber das ist ja jetzt ein Miststreuer, keine Spritze. Ja, deswegen. Ach so, nee, nee, ist es nicht, oder? Ist ja kein Mist drin. Du hast ja, füllst jetzt hier auf, oder? Ja. Ja, na dann müsste der Tank eventuell funktionieren. Probier ich gleich. Du kannst ja. Ja, du kannst ja den Tank. Ach so, ich habe ja ein Gewicht dran. Ach so, ja. Da ist es wohl abgefallen. Ja, und wie war dein Arbeitstag heute? Ach ja, sehr arbeitsreich. Ja, Ein bisschen stressig. ach. Aber es kriegt man alles rum. Wollte es gerade sagen, ja. Naja, morgen ist ja Feiertag. Ach so, ja. Richtig. Aber nicht für dich. Und hast jetzt das Meer? Nö. Warte. Noch mal kurz auf meine Anzeige gucken. Doch, habe ich mehr. Hast du mehr, gell? Habe ich Also, wie mehr. gesagt, das ist so ein Zusatztank. Da hat man da ganz einfach mehr. Tust du gleich düngen, die zwei Felder, ja? Jawohl.
der hackt hier durchs Gelände. Also wir brauchen definitiv noch einen Traktor, das steht jetzt mal fest, ne? Das steht fest, ja. Wieso geht das nicht? Aha, hier oben. Du musst, glaube ich. Alles klar, ja. Boah. Mir haut's ja gerade alles vor den Latz. So, also, das klappt auch wunderbar. Felddüngen. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob unser Ertrag wirklich so sehr gesteigert wird. Ja, scheiße, hätte ich fast gesagt, wir bräuchten ja echt mal noch einen Traktor, weil der Mähdrescher ist auch schon wieder fast voll. Ich guck mal kurz ein bisschen rum. Tja, so ein Bührer, ne? Das Problem ist halt, so ein Bührer, der kostet. Ja, kostet 65.000, aber der nächste liegt ja schon wieder, der Lindner liegt ja schon wieder bei 94.000. Ja, der hier hat aber mehr PS. Welcher? Der Bührer. Der Bührer hat, ach ja, stimmt. Der kann mehr ziehen. Das stimmt natürlich. Ich habe natürlich wieder vergessen, meinen Timer anzumachen. So, das heißt, wir starten mal den Timer. So, na dann würde ich sagen, sparen wir jetzt nächstes Projekt. Bührer. Jawohl. Mal gucken, wenn wir hier die zwei Felder noch abernten, vielleicht reicht's ja. Vielleicht kommt ja nochmal ein Auftrag, was wir da so erfüllen können. Kannst du hinten das gleich noch düngen, wenn du Bock hast? Ich habe ja noch einen Streifen übersehen. Ach so. Ich weiß ja nicht, weil der Mähdrescher steht ja jetzt. Du kannst ja spaßenshalber mal über das Feld, was jetzt hier schon fertig gewachsen ist. Ja. Hier den Raps kannst du ja mal drüber düngen. Vielleicht haben wir da auch gleich mehr Ertrag. Wisst ihr? Macht er. So. Der pflügt auf jeden Fall das Feld. Naja, da setze ich mich halt mal. Naja, oder? Nee, das lasse ich dann mal lieber einen Helfer machen. Genau. Ah ja, hier sieht man auch schön, dass sich das Dunkel verändert. Sehr gut. Ja, der macht ja schon relativ breit, oder? Ja, ja. Da ist das ja eigentlich ganz praktisch mit der Spritze. So. Wir müssten wohl erstmal kurz, ich weiß halt nicht, ob ich hier mit dem kleinen Traktor hier irgendwelche Meter mache, wenn ich da jetzt den Hänger hier hinten dran hänge. Probieren. Ich probiere es jetzt einfach mal. Er fährt ganz langsam an. Aber es sieht so aus, als ob er ihn zieht. Ist ja unglaublich. Ist ja geil. Ja, gut. Also er zieht den Hänger. Naja gut, es ist ein Zweiachshänger, das ist vielleicht der Vorteil. Ja. So, na dann fahre ich den jetzt gleich mal hier hin. Und jump mal in unserem Mähdrescher und guck mal, ob da. Dass sich jetzt etwas schneller füllt, das Kornlager vom Mähdrescher. Normalerweise müsste er ja mit zwei Bahnen schon recht voll sein. Also eigentlich schon übervoll. Ja. So, schauen wir mal, was draus wird. Ja, ich habe heute noch ein kleines Infovideo gemacht. Ja gut, wenn ihr den Part jetzt sehen werdet, da sind wahrscheinlich schon wieder anderthalb Wochen vergangen. Oh, das sieht gut aus. Ja. Also fühlt sich meines Erachtens deutlich schneller. Das ist doch mal positiv. Ja. Ja, ich hatte nämlich heute ein kleines Infovideo gemacht, dass am 1. und 2. keine Parts von mir kommen werden. Also keine Videos. Da ich da ja in unserer schönen Hauptstadt bin. Und ja. Haben sie es schon angeschaut. Mal gucken, habe ich natürlich auch meine Infovideo bei den Abonnenten bedankt. Das waren zwar jetzt noch nicht so viele, 9 Stück. Aber ich bin ja glücklich, wenn es überhaupt mein Kanal abonniert wird, beziehungsweise wenn ich sehe, dass da schon Interesse besteht an meinen Videos, dass das manche toll finden. Freue mich natürlich auch riesig über die Kommentare, die manche drunter geschrieben haben. Bis jetzt nur Positives. Ja, das war soweit so gut erstmal. So,
Was machen wir da jetzt als nächstes? Ernten, 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 wa? Ja. Ernten, ernten, Geld kassieren. Hm. So. Soll ich den mal abhängen hier oder was? Das wäre total cool. Meine Güte, ey, da stehst du hier 10 Sekunden auf dem Gas, bis das Ding mal losfährt, ey. Das ist ja so übel. Guck mal, ob du noch einen Helfer einstellen kannst mit der Sämaschine. Nee, habe ich schon geguckt. Hast du schon geguckt, gut. Leider nicht, das finde ich ein bisschen doof hier. Ja. Also, mehr, also hätten uns ruhig mehr wie 2 Helfer geben können. Naja, wir hoffen mal auf den nächsten Patch. Naja gut, da wird sich nicht viel dran verändern. Das war ein Landwirtschaftssimulator 2008 schon. Nein, 2011 schon so gewesen. 2008 war ein bisschen lang her. Ja. Da gab es noch gar keine Helfer, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Das stimmt. Das also stimmt. Du kannst ja schon mal daneben steuern. Wir sind ja schon wieder fast bei 80%. Das ist gut. Also hat er jetzt quasi... Ja, der hat jetzt nicht mal eine Bahn gebraucht, um voll zu machen. Sein Korntank. Oder eine Bahn wird er vielleicht brauchen, ja. Das ist ja gut, oder? Ja. Ach so, nee, er ist ja wieder zurückgefahren. Also fast 2, na gut. So, große Nachfrage. Gaststätte für Weizen. Weizen haben wir zufällig noch was drin liegen. Aber wir haben keinen Hänger. Das steht jetzt erst aus leer. Moment. Guck mal kurz, was großen. Oh. Ja, Weizen für fast 1000 ist natürlich ordentlich, ne? Der Mähdrescher war da jetzt langsam mal leer? Der ist leer. Gut, okay. Das siehst du, wenn nicht mehr viel kommt. Na, dann hau ich das also erstmal ins Rapslager und füll den mit Weizen. Na, ich guck mal kurz, wie viel im Weizen. Na, 3,7 Tonnen sind drin. Aber na gut. Ja, sind auch 3000. Und ja, stimmt schon. Und wo die Gaststätte war es, gell? Gaststätte, ne? Okay. So, naja, ich nehme an, der Mähdrescher kann hier das Feld fertig machen. Ja, der wird das fertig machen können. Das passt noch rein in seinen Tank. Und da kann ich ja derweile, während der Mähdrescher, bis du wieder da bist mit deinem Hänger, ja, die Sämaschine ein bisschen tuckern lassen. Ja. Was wollen wir hier anpflanzen? Was meinst du? Auf den naja, großen. Ich sag mal, Raps bringt auf jeden Fall erstmal am meisten. Na, das Problem ist aber, Raps kriegst du halt auch am wenigsten, ne? Also raus aus deinem Feld. Ja, keine Ahnung. Dann würde ich vielleicht Gerste vorschlagen, die bringt das nächste Jahr. Gerste, ja. Könnten wir eigentlich machen, ja. So, wenn wir eine Ballenpresse hätten, hätte ich ja vorgeschlagen, machen wir Weizen. Weil dann ja hätten wir halt noch Ballen, wisst ihr, die wir gleich verkaufen könnten. Ja. Aber haben wir ja nicht. Haben wir nicht, ne. Ne, und die Ballenpresse, warte mal, schauen wir mal kurz hier. Rüben, Kipper, Gruber, Flüge, Sämaschine. Ach na, wo sind sie denn? Hallo? Ballentechnik. Oh, da geht's bei 112.000 los. Ist doch ein Schnapp. Hm. Das ist nicht so gut. Ne, gut, das wird erstmal nix. Ich würde sagen, da hat so ein zweiter Traktor hat auf jeden Fall erstmal Priorität. Mhm. Weil. Selbst wenn wir uns jetzt einen großen Gruber kaufen würden oder eine große Sämaschine, wissen wir ja trotzdem nicht, wo wir den dranhängen sollen. Eben. Ich meine, wir können ja den kleinen dann eventuell verkaufen. Der bringt nämlich 9000. Mhm. Wenn wir den direkt auf die Fläche stellen zum Verkauf. Ja, 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 das klingt ja ganz gut. Weil ich denke mal, der hat ausgedient eigentlich. Der rote oder was? Nee, der grüne, der kleine. Ach so, ja, der, ja. Der alte. Ja, der auf jeden Fall. So, ich sammle hier derweil mal ein paar Eier ein.
Ja. Also ich sag mal, das mit den Hühnern, das mit den Eiern, man kriegt zwar nicht viel dafür, aber wenn man jetzt im Multiplayer ist und spielt sowieso zu zweit und kauft sich da so ein paar Hühner, also ich denke mal, wenn man hier so, also so 300-400 Hühner hat und die Produktion dann selbst, also auch bei relativ, also bei, wenn ich jetzt auf 5-mal oder 15-mal bin von der Zeitbeschleunigung, dann, das sage ich mal, relativ viel Eier nachkommen, dann lohnt sich das schon, ne? Hast du jetzt auch Geld gekriegt? Ich habe Geld gekriegt, ein bisschen, ja. Du auch? Ich habe jetzt 1,9 ungefähr gekriegt. Ah, da teilt sich das wohl auf, ja. Teilt sich das gleich auf, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen mehr gekriegt. So, der Mähdrescher ist fertig. Das bedeutet, ich starte die Sämaschine mit Gerste. Ich bin auf dem Rückweg. Und du bist auf dem Rückweg. So, wieso macht er jetzt nicht bis zum Rand hier? Ach so, na, warte mal. Das ist eigentlich Blödsinn. Na gut, die eine Bahn lasse ich ihn jetzt ziehen, weil wir haben ja noch eine große Sämaschine. Das ist richtig. So, 93% ist auch schon wieder voll. Du kannst ihn ja ans nächste Feld schon mal fahren, wenn das Feld jetzt fertig ist. Das tut er gerade. Ah, ein Fuchs. Ich warte quasi nur auf den Entladeneger. Oh. So, naja gut, ich stehe hier und warte. So, der grubert nach wie vor sein Feld, der ist dann auch fast fertig. Wenn der das Feld fertig gegrubert hat, das große, na gut, ein paar Bahnen muss er noch ziehen. Dann kann man den ja auf jeden Fall, der kann auch wieder zurückfahren. Ich mach mal unsere Zeitbeschleunigung wieder etwas hoch. Ja. Oder warte mal, ich guck mal erstmal schnell, wie das Feld aussieht. Ja, das ist noch hellgrün. Also das, was fertig ist, ist noch hellgrün. Hm. Von daher kommt erst noch mittelgrün und dann dunkelgrün. Von daher dauert das noch ein Stück, bis das verfault. Da haben wir auf jeden Fall noch Zeit. So, ja, wir nähern uns auch schon wieder dem Ende von diesem Part. Mein Timer wird gleich klingeln. Da kommt auch schon wieder der David. Ich würde sagen, wir lernen einfach unseren Mähdrescher jetzt hier noch aus. Und starten dann im nächsten Part. Ich muss kurz husten. Kurz husten. Ja, starten dann im nächsten Part. Einfach damit weiter. Ja, da hört aus, der Timer klingelt. Starten dann im nächsten Part einfach damit weiter. Dieses Feld hier zu ernten, da drüben das weiter zu grubern. Und natürlich versuchen weiter so schnell wie möglich am finanziellen Mittel ranzukommen. Nächstes Projekt ist ja ein Bührer. Und den kleinen Traktor zu verkaufen. Das heißt, ganz so viel Geld brauchen wir dann doch nicht. Und ja, du bleibst kurz stehen, genau. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat oder unser Let's Play Together, dann schaut einfach mal auf den Kanal vorbei, abonniert vielleicht, schreibt einen Kommentar dazu und wir sehen uns im nächsten Part. Dann tschüssi. Tschüss.